Das ist das Buch Annas Himmel. Es geht um Nägel. Es geht um Erdbeeren. Und es geht um Tod. Es geht um Elefanten. Es geht um Kaffeekannen. Oh, danke. Und es geht um Tod. Es geht aber auch um neue Kleider, um blühende Sonnenblumen, um große Bibliotheken, um weites Meer, um fliegende Fische, um wilde Gärten, um unsichtbare Menschen. Und es geht um Gott. Es geht um Himmel. Es geht um Annas Himmel. Also ich stelle mir den Himmel so vor, da sind ganz viele große Wolken. Und auf der größten Wolke, da steht halt ein ganz großes, also ein Schloss. Und da wohnt Gott drin. Und dass er Hunde, ganz viele Hunde und Katzen als Haustiere hat. Und dass es da niemals Tränen gibt. Sondern die Fee. Man kann sich das aussuchen, wie alt man ist. Und es gibt da nur fröhliche Farben, also kein Schwarz oder Braun oder sowas. Und da kann nur Wind oder sowas rein, wenn das auch alle wollen. Man hat andere Sinne, mit denen man empfinden kann. Man versteht sich ohne Worte. Man kann sich treiben lassen. Und diesen Himmel stelle ich mir nicht nur für die Menschen vor, sondern auch für die Tiere. Und wie sieht Ihr Himmel aus?